Dieses Video wird präsentiert von Top Tables. Ja, hallöchen, ich mal wieder und ich habe Ausgabe 36 des Warhammer Age of Sigmar Stormbringer Magazins mitgebracht. Ja, ein bisschen verspätet, wie ich gestehen muss, aber Real Life ging einfach gerade ein bisschen vor und hat mir auch ganz gut getan, mir da jetzt keinen Stress zu machen. Wir werden hier von diesem netten, rattigen Viech begrüßt und ich weiß schon wieder nicht, was genau für eins ist. Irgendwas von den Skaven und sehr schickes Modell. Und Skaven ist natürlich ein gutes Thema, gerade zum Kontext der vierten Edition und der Skaventide Box. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn in dieser Ausgabe ist wieder mal ein Modell enthalten, der Pilzhöhlen-Schamane oder Fungoid Cave Shaman. Ein Charaktermodell der Gloomspite Gits und mit dieser Ausgabe habt ihr wieder mal einen ziemlich fetten Preisvorteil, denn dieser Gussrahmen hier mit Base kostet bei Games Workshop 32,50 €. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel für das, was man geboten bekommt. Wobei ich natürlich auch sagen muss, es ist ein super schönes Modell. Das gucken wir uns hier gleich auch noch im Heft mal an. Mega, mega schön. Aber ich finde halt, wenn man bedenkt, 32 € für das da, ist schon ein bisschen heftig. Aber nichtsdestotrotz spart ihr, wenn ihr das über die Warhammer Age of Sigmar Heftreihe kauft, satte 21 € und pack zerquetschte. Jedenfalls finde ich das dann wieder sehr fair. Also 11 € fürs Modell kann man absolut nicht meckern. Und wie gesagt, einfach optisch unglaublich großartig. Ich versuche gerade mal so ein bisschen zu erkennen, was so drankommt. Hier der Kopf. Oh, was das ist, es erinnert mich total an Alien. So ein Xenomorph. Sehr, sehr nice. Ja, Base ist wie gesagt auch mit dabei. Und dann gucken wir uns mal die Inhalte der Ausgabe an. Und hier seht ihr auch schon, wie der zusammengebaut und bemalt aussehen kann. Und wie gesagt, ich finde es rein vom Modell her optisch mega, mega gut. Kragnos, das Ende von Imperien. Und das ist ein Modell der Zerstörung. Und das finde ich sehr interessant, weil ich hätte den, als er damals angekündigt wurde, optisch eher bei Chaos, Beast of Chaos, irgendwo verortet. Was jetzt der storymäßige Fluff-Hintergrund ist, weiß ich jetzt nicht. Werde ich mal bei Gelegenheit mal durchlesen hier. Aber an sich auch ein sehr schickes Modell. Aber wie gesagt, ich war total verwundert. Hä, der ist Zerstörung? Okay, meinetwegen. Gut. Und weiter geht's dann auch hier. Ah ja, hier sieht man das Modell auch. Sehr imposantes Modell. Lässt sich auf jeden Fall ordentlich was mit anstellen. Das Reich des Chaos, Plagenstadt, Nagellöcher, das klingt alles ein bisschen nach den Seuchenmönche der Skaven. Oder nach Nörgel. Ja, große gehörnte Ratte, alles klar, Skaven. Pilze und Schamanen, hier könnt ihr euch wieder was zusammenwürfeln. Hier nochmal ein sehr schickes Bild vom bemalten und zusammengebauten Zustand. Und er hat hier so eine metallene Nasenprothese oder so. Oder hier auch so eine Kindprothese. Ich weiß nicht, ob das Prothesen sind oder ob das einfach nur halt irgendwie hier so drangetackerter Schmuck ist oder so. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja, und hier unten sieht man den Xenomorph. Wie ich ihn jetzt einfach beschreibe. Es wird irgendein Squig. Irgendeine Squig-Mutation sein. Ja, relativ einfach zusammenzubauen. Sehr geradlinig. Killerpilz zeigen dir eine Vision, die nicht von dieser Welt sind. Killerpilz war doch hier so eine Teenie-Rockband in den frühen 2000ern, meine ich. Was es denen wohl geworden ist. Haben wahrscheinlich dann BWL studiert und sitzen jetzt bei irgendeiner Struckibude oder so. Jedenfalls sieht das hier alles relativ einfach nachzumalen aus. Und so sieht er dann Stand
Ausgabe 36 aus. Das wird sich natürlich noch über die nächsten Ausgaben erweitern. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass das so aufs Feld soll. Dann hier wieder unser Regelfetzen. Zerstörungstaktik für den Killerboss mit Peaksgrott. So rum. Und wie gesagt, ich finde diese Taktikseiten unglaublich hilfreich. Mega gut. Hohe Schadenführung ist aber langsam. Wie gesagt, also das sollte wirklich in den Armeebüchern für Age of Sigmar und den Codices für Warhammer 40.000 finde ich für neu einsteigende Spielende auf jeden Fall mit drinstehen. Einfach damit die Personen dann halt einfach mal so grob eine Tendenz haben, was kann die Miniatur denn? Also mal so von den reinen nackten Zahlen und Fähigkeiten abgesehen, aber manchmal ist man einfach so überfordert von diesem ganzen Gedöns, was da steht, dass man vielleicht nicht so richtig weiß, was man mit dem Figürchen anfangen soll. Dann hier ist ganz andere für den Sumpfrufer-Schaman und Topfgrott. Die haben Grotte für alles. Ob die auch einen Grottengrott haben? Hoher Schaden, flexibel, aber fragil. Und auch hier nochmal so ein Anwendungsbeispiel. Also wie gesagt, diese Tutorials finde ich wirklich sagenhaft gut. Dann haben wir hier die Truppenschriftrolle für den Pilzhöhlen-Schaman. Und ich werde hier dann auch wieder, muss ich gucken, wie es passt, die entsprechende Truppenschriftrolle der vierten Edition drunter legen, damit ihr direkt einen Vergleich habt. Was kann der Gute denn? Hat 5 Zoll Bewegung, hat 5 Wunden, einen Schutzwurf von 6 plus. Naja gut, der ist dann halt eben schnell Pilzsuppe. 5 Mut, hat eine Waffe Mondsichel mit 2 Zoll Reichweite, 3 Attacken, trifft auf 3 plus, verwundet auf 4 plus, minus 1 Sucht und 2 Schaden, das ist okay-ish. Bösartige Zähne, 1 Zoll Reichweite, 2 Attacken, trifft auf die 4, verwundet auf die 4, hier keine Wucht und nur 1 Schaden. Aber ihr merkt schon, der ist jetzt nicht unbedingt Nahkampfberserker, der ist dann halt eher anderweitig gut ausgestattet. Nicht so wie ihr denkt, ihr kleinen Ferkel, sondern er ist Zauberer. Diese Einheit kann in deiner Heldenphase 1 Zauber wirken und in der gegnerischen Heldenphase 1 Zauber zu bannen versuchen. Er hat einen Begleiter, diese Einheit wird von einem Sporenzwick begleitet, der mit bösartigen Zähnen bewaffnet ist. Ja, ich sag meiner Zahnärztin auch, meine Zähne sind bösartig, die wollen nicht so wie ich will. Sprachrohr des Morg. Wirf einen Würfel, wenn sich diese Einheit zu Beginn einer Heldenphase auf dem Schlachtfeld befindet. Bei 4 plus erhältst du eine zusätzlich, einen zusätzlichen Befehlspunkt. Killerpilz. Wenn diese Einheit Teil einer Mondwangitz-Armee ist, kannst du einmal pro Schlacht in deiner Heldenphase ansagen, dass diese Einheit ein Killerpilz ist. Wenn du dies tust, kann diese Einheit in jener Heldenphase einen zusätzlichen Zauber wirken versuchen und jener Zauber kann ein beliebiger aus der Lehre des Mondclans sein. Sporensquick hat auch noch was. Diese Einheit ist für feindliche Einheiten nicht sichtbar, wenn diese weiter als 12 Zoll entfernt ist. Sporenmäuler. Sporenmäuler ist ein Zauber mit Zauberwert 7 und Reichweite 6. Wird der Zauber erfolgreich gewirkt, erleidet jede feindliche Einheit in Reichweite W6 tödliche Verwundungen, Würfel für jede Einheit separat. Das ist wiederum ganz nett. Also, fieser kleiner Zauberer für eure Pilzmilchsuppe. Dann hier auch nochmal die Erklärung, wie die Fähigkeiten anzuwenden sind. Offene Feldschlacht, ja, da wird statt sich mit Waffen verprügelt, erstmal vorrangig mit Zaubern umhergeschmissen. Das sieht auch ganz nett aus. Die Ausstellung und der Ausblick auf die nächsten beiden Ausgaben finde ich auch immer wieder spannend. Und ja, das ist auf jeden Fall was für mich. Wir bekommen nämlich Yltaris Wächter, das ist eine ehemalige Warhammer Underworlds Warband und ich liebe diese Modelle, schaut es euch an. Die sehen so fantastisch aus und ich überlege mir schon die ganze Zeit, was ich für ein Farbschema mache. Da muss ich echt mal gucken. Hab so ein paar Ideen, mal gucken, wie ich es umsetzen kann. Vielleicht orientiere ich mich auch so ein bisschen an meinen damaligen Nighthaunt, die auch hauptsächlich lila mit weißen Akzenten waren.
Und in Ausgabe 38 bekommen wir nochmal 5 Vindiktoren. Ja, Vindiktoren kann man immer gebrauchen. Das sind natürlich noch die alten Modelle. Es gibt ja mittlerweile auch neuere Modelle. Wobei die schon diesen, sag ich mal, True Scale haben, nicht diesen Hero Scale, den die ersten Stormcast Eternals noch so ein bisschen hatten. Mit so ein bisschen gedrungeneren Staturen. Und die neuen, die habe ich jetzt mal hier. Schon mal so als kleines. Oh ne, das sind Liberators. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wollte euch hier schon mal einen kleinen Spoiler machen. Werdet ihr dann in den kommenden Tagen als separates Video sehen. Ich glaube, es werden auch Vindiktoren. Ja gut, jedenfalls, das sind 5 Vindiktoren, die in Asgard 38 in 2 Wochen enthalten sind. Das ist so eine kleine Unterbrechung nochmal zwischen den Sylvaneth. Und da wird es dann auch demnächst rasch weitergehen. Und wie es weitergeht und was ihr mit welcher Ausgabe spart, was enthalten ist und sowieso und überhaupt, findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist eine Tabelle und dort seht ihr die Erscheinungsdaten, Preisersparnisse und so weiter und so fort. Sonst findet ihr dort unten auch den Link zu meinem Discord-Server, dem ihr gerne beitreten dürft und mit uns für viele nerdige Themen, Tabletop-Spiele, Trading-Card-Games, Musik, Filme, Serien, Videospiele, Actionfiguren und vieles mehr einfach plaudern könnt, wie ihr Bock drauf habt. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Lasst ein Abo da, dann kriegt ihr auch mit, wenn es ein neues Video kommt. Natürlich mit aktivierter Glocke. Und ich wünsche euch einen tollen Tag. Bleibt unartig. Bis zum nächsten Mal.